Okay, also ist es so, die Gläser wären ja eigentlich kaputt gegangen, wenn Rufus die Vision nicht, oder in der Vision von Rufus. Dadurch, aber dass er sie heile transportieren wollte, mussten sie irgendwie anders kaputt gehen. Dadurch kam dieser Falschparker. Okay, da sind Augen drin. Bringt das was? Nichts. Nee. Okay. Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignoriere mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Na, viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Was treibst du da eigentlich? Das möchtest du nicht wissen. Glaub mir. Unbesehen. Dann hör auf, mir Fragen zu stellen. Kein Kontakt. Das ist essentiell. Was hast du nur getan? Darüber darf ich nicht reden. Moment, was habe ich denn getan? Du hast beim Einparken die Gläser meiner Freundin zerdeppert. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa. Doch, es muss sein. Sei kein Narr! Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde. Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du. Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Als ob, ey. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, die Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch eine Million Fragen haben. So, ja, na gut. Wer bist du Wer bist du überhaupt? überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der vierten Achse der Raumzeit. Tatsächlich. Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja? Wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Ha! Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. In der Zeit. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Okay. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine, die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Okay. Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Total offensichtlich. Okay, Moment, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, er sucht nach Zeitsplits, also Zeitspaltungen, die dann auftreten, wenn irgendwas in der Zeit verändert wird, so wie Rufus jetzt. Na gut. Okay. Wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke.
Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronicle. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Wo schalte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte! Okay. Tati, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Alles klar. Was? Moment, ich kenne dich. Du bist McChronicle. McChronicle. Aber das hieße ja, du kannst dich erinnern? Na und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möchlich? Wir reden gleich drüber. Möchlich? Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage sein. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. Okay. Kommen. Ja. Was ist das denn? Nanu? Da war doch eben noch ein Elefant. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Nein. Oh Gott. Oh nee, nicht schon wieder. Oh Mann, kann man da oben eigentlich lang gehen? Bringt mir das was? Mich mal ein bisschen da oben umzugucken oder so? Oh, nie wieder. Hörst du, Tage? Nie wieder. Was mache ich mir vor? Alles kommt irgendwann zurück. Ich gehe wieder. Da ist es ja. Ich gehe wieder. Ich bleib bei dem Mr. Chronicle. Und? Hat es funktioniert? Nichts hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Wo versteckt sich dieses Mistvieh nur? Chronocar? Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Ha. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja schon, aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Okay, dann machen wir das jetzt noch einmal. Und dann... Tatütata. Ja, du bist der Prophet, ich weiß. Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Stopp! Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich. Du hast dich ja noch gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Kommen. So, jetzt machen wir Stopp.
Ganz sicher? Ich glaube, ist nicht viel... Ach, noch. Du hast dich aber... Warum... Oh, Mann! Oh, Mann! Okay, gut, wir müssen erst irgendwas anderes machen. Hey, zeig dich, du Sohn eines Rösseltiers. Okay. Hallo! Heilige Kacke, ey. Das gibt's doch nicht. Nicht so viel trinken, Rufus. Und? Frag nicht. Ich muss wohl erst einen Weg finden, diesen lästigen Elefanten loszuwerden. Bevor wir das Ganze dann noch einmal probieren. Okay. So, gibt es hier irgendwas? Eine Bommelmütze oder so? Die wir einsammeln können? Ich sehe nichts. Ein Robo-Arm. Ist cool. Wir haben hier ein Geschäft. Wir könnten hier unten zum Nilbot. Okay, hier unten lang können wir nicht gehen, also gehen wir mal runter zum Nilbot, weil wir da unten eh nicht weiter lang gehen können. Moment, ich will mir erstmal angucken. Eine Maschine, die nichts tut. Wow. Man darf sich nicht wundern, dass sie auf dem Müll gelandet ist. Das ist eine super gute Maschine. Haben wir eine Tür. Mal aufmachen. Eifersüchtspender. Klappe. Ah! Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Ziemlich geil. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Okay, aber ein Gefäß haben wir auch nicht, ne? Oder haben wir hier Knickerfolie, Schraubenschlüssel und Schrott. Ja gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Tür zumachen, rausgehen. Gehen wir mal in den Laden. Mal sehen, was ist hier so, was der Laden so zu bieten hat. Was ist überhaupt für ein Laden ist. Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Wir brauchen doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Okay. McChronicle. Schon ein ganz cooler Name, ne? Mit dem haben wir auch schon einmal gelabert, genau. Hey, guck mal, Schnabeltier. Da war ein Schnabeltier. Haben wir hier so irgendwas irgendwie... Nee. So, und falls ihr euch übrigens fragt, warum ich keine Cam in Deponia reinmache, ich finde Deponia... Wieso spreche ich nicht? Tag. So, weil, ich weiß nicht, es gibt viel Momente, wo die Cam einfach am falschen Platz ist und dann irgendwas überblendet. Und, ja, so macht es irgendwie, so ist es besser. Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja, wenn's am schönsten ist, dachte ich. Viel Glück, Kumpel. Der Crew geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir, es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Okay. Du solltest mit dem Trinken aufhören. Das Aufhören ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Welchen Tag haben wir? Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag? Welches Jahr? Alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Okay. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grill-Donnerstag in Kuwak, das hieße ja... Nichts von all dem ist je passiert. Der schwimmende Schwarzmarkt, Buso, Doc, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Hä? Was für Fans? Buso und Doc, schade. Weißt du, wo ich Toni finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in Schnapp den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo? Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstagsmuffel? Kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Ist praktisch, ja? Gehen Lonzos Kneipe müssen wir. Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie rosa Elefanten? Ich dachte immer, das sei nur ein dummes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Pah, rosa Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen.
Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar werden. Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vor morgen. Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Mein Tipp, viel Alkohol. Hilft zuverlässig. Selbst gegen hartnäckigste Zukünfte. Okay. Ich habe den rosa Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja, ein lästiges Exemplar. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonis Gläser retten will. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Meine Worte. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Er ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... vorhin. Du willst, dass ich dir helfe, einen Elefanten aus deiner Vergangenheit zu verscheuchen? Been there, done that. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudy. Meine Strategie? Ich trinke, um zu vergessen. Tja, vollkommen falsch. Der Trick ist nämlich, sich zu erinnern, wenn sich die Zeit wiederholt. Hä? Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Das ist doch katzenleicht. Man muss nur... Ja, wie funktioniert das eigentlich? Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Okay. Okay. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. Mach mir eine Skizze. Ja, müssen wir einmal zu McChronicle. Okay, ja. Zu McChronicle. Hey Mac, na, ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja. Aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Und? Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? So funktioniert das nicht. Vielleicht hältst du die Angel falsch rum. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quantenüberlagerung. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Jo. Wie kommt es, dass wir uns nach dem Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Ja, Moment mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Also, danke. Ich habe dafür diese hochkomplizierte Kopfbedeckung erfunden. Aber du, dein Aluhut schützt deine Erinnerung? Es ist schon etwas komplizierter. Für so einen verkopften Hirni wie dich bestimmt. Für mich ist der Fall damit gelöst. Dr. Gizmo musste mir mal diese Aluplatte einsetzen, nachdem irgendwer meinen Katapultplan sabotiert hat. Das könnte ein Faktor sein. Aber die Abschirmung funktioniert nur, wenn der Hut auch mit Stroh ausgefüttert ist. Musste dir dieser Dr. Gizmo auch Stroh einsetzen? Stroh? Hauptsache, es funktioniert, oder? Okay. Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Aluhut. Wie du es machst, ist mir schleierhaft. So. Das hatten wir eben schon. Hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Es könnte die Vorhut einer rosa Stampede sein. Oder der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem. Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon. Jo. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Okay. Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich auch um so eine Zeitanomalie? Möglich. Wovon handelte er? Ich habe eine Elysianerin vor dem Organon gerettet. Und zusammen haben wir... Keine Einzelheiten, bitte. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Traum war. Und ein recht verbreiteter dazu. Okay. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Nee. Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Nee, wir warten noch. Lass uns lieber noch einen Augenblick warten. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Ja. Wiederholen ist ätzend. Okay. Huhu nochmal. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Die Frage ist nur wie. Ich hätte da noch ein paar Anschlussfragen. Lass das mal meine Sorge sein. Gerne. Ich habe mehr als genug davon.
bleibt. Ja, wir haben den doch, wir haben noch. Hä? Okay, was ist, wenn ich ihm Schrott gebe? Was hast du da? Irgendeinen Gegenstand, den ich willkürlich aus meinem Mantel gezogen habe, um eine lustige Reaktion zu provozieren. Toll. Mhm. Kannst du beim nächsten Mal eine Alka-Seltzer hervorzaubern? Nein, das wäre weder willkürlich noch lustig. Okay, lassen wir das erstmal. Dann müssen wir jetzt irgendwie Alu besorgen. Alufolie oder so. Irgendwie sowas in der Art. Irgendwie Aluminium. Er kommt, alle Mann auf Position. Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus' Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Yo!